Oh, da geht er richtig weit hoch. Hallo? Und da kommt einer, der geht noch weiter hoch. Ich möchte auf den landen. Boah. Das war kurz vor Tod. Toller, die Waldfee. Der war halt definitiv kurz vor Tod. Der Turm ist noch immer weiter oben. Aber vielleicht kommt mir noch was vom Himmel. Hat was gegen Kälte? Das ist der einzige Schutz gegen Kälte, den ich habe. Okay. Wie tief muss ich bitte steigen, dass es nicht extrem kalt ist? Rossflügler. Na, jetzt geht er. Wollen wir einfach den Tempel da drüben mal. Ich habe das Gefühl, dass der Tempel da drüben, dass der ebenfalls in der Kältezone drin ist. Achso, okay. Wir kämpfen hier aktiv gegen die Kältezone. Der Drache. Und die Sonne. Drache, Sonne, alles da. Dieser Fels ist halt jetzt nicht so weit runterkommen. Ah ja, hier ist wieder extreme Kältezone. Ja, wir müssen das zumindest für einen Absprung aushalten. Dass wir zum Tempel kommen. Der Tempel ist echt nicht in dieser extremen Kältezone. Ja, nee, der ist nicht drin. Nice. Ein, zwei Tempel, die können ja nicht schaden unterwegs, dass irgendwelche Sprungpunkte, die man vielleicht irgendwann braucht. Das kann man, glaube ich, sehr schnell unterschätzen. Hä? Wenn ich laufe, dann ist es wieder kalt. Ah. Das heißt, ich darf nicht zu viel laufen. Schön gemütlich einfach gehen. Ein Schieberätsel. Mhm. Achso. Ne, ich möchte schon hoch. Ich möchte da auch raus. Danke.
Genau, und jetzt geht da wieder durch. Dann kann die da durchgehen. Ich weiß nicht, wo die Truhe versteckt sein soll. Ah! Truhe gefunden. Was haben wir drin? Ein langer Zauberstab. Langer Stab mit etwas magischer Kraft. Hm. Das war eh die Lösung. Vielleicht war das nicht die Lösung. Hm. Ich finde es schade, dass man da nicht nach unten gehen kann. Ich würde einfach gerne nach unten den gleichen Weg machen. Oder vielleicht kann man da die Fertigkeit noch dazu. Aktuell habe ich nur das Gefühl, man kann nur nach oben gehen. Ah ja. Also wirklich, aktuell habe ich nur das Gefühl, es geht immer nur nach oben, 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 aber nie irgendwie nach, ja, unten. Was ein bisschen schade ist. Hallo? Hallo? Okay. Dann gehen wir mal da durch. Jump. Gleit. Es geht doch. Also wenn man es langsam angeht. Das Spiel bietet halt einfach so viel Ecken. Es ist einfach, ich sage, es ist halt etwas. Ich weiß nicht, ob wir es in der Reihenfolge machen, dass man. Dass wir sagen, wir besiegen zuerst. Wir machen zuerst die ganzen Quests und besiegen dann. Männern. Oder ob wir einfach das Ganze nach Belieben durchlaufen. Ich mag halt mittlerweile, haben wir gedacht, ich mag mit Porten, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Was aber dann mit sich bringt, dass wir halt jeden Weg, den wir suchen, suchen. Also wir laufen nur. Ja, dafür entdeckt man mehr von der Welt. Oh, das geht dann nur ganz rüber. Oh, jetzt habe ich eine Idee. Ist das nur grabben? Ganz runtergefallen. Okay, grabben wir es nochmal. Hoch. Runter. Hoch. Runter.
Einmal wollen wir es noch hoch. Und jetzt gehen wir durch die Decke. Du musst nur den Weg, den richtigen, finden. Hm? Nice. Let's go. So macht mir das schon mal mehr Spaß. Sei gelobt dafür, es bisher geschafft zu haben. Überleg halt, sollen wir als nächstes die Windding angehen? Also zuerst wäre der Weg nach Kakariko und das Plateau. Und dann wäre das nächste das Windding. Also die Ori. Sorry fürs Windding. Aber das wäre so irgendwie die nächste Idee. Und zum Schluss dann in die Wüste. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Also die Gerudo würde tatsächlich ganz am Ende angehen. Gott, wir müssen noch in den Wald der Grog. Wir müssen schauen, dass wir vielleicht noch die Grog-Samen eintauschen können. Wobei, ist der im Wald der Grog? Ich habe dem bisher noch nicht begegnet. Das kann es ein bisschen schwierig machen. Ist das da vorne eine Höhle? Das ist eine Höhle. Nice. Welche Waffe ist denn so stark? Den nehmen wir mal. Schauen wir mal, wie viel Damage die macht. Ist schon okay. Yikes! Ah, diesen Game Over Screen, den sehen wir mindestens zweimal pro Session. Ich hätte zuerst einen anderen Kleiner noch ausschalten sollen. Aber wenn die nur so 2-3 haben. Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Jetzt gib mir die Lanze. Gott, da hinten ist so ein Eishänger-Ding. Ich sag's, wie es ist, ich hätte niemals herkommen sollen. Let's go.
Aber da unten ist noch ein Tempel drin. Den hole ich mir. Oh, der hat die Truhe verloren. Ja, Soldatenschild. Haben wir schon, danke. Nice, Raubschleim. Vielleicht kann ich das auch einfach... Ich wollte es eigentlich so in die Hand nehmen. Weg damit. Oh, hier haben wir die Barbarenhose. Gehen wir durch die Decke wieder. Es wird sicher kalt werden. Aber wir sind hoch genug, glaube ich, dass wir fliegen können. Nice, den schnappen wir uns. Lieber Felsen, bring uns hoch. Und dann ist gleich der andere runter. Ah, eigentlich wäre das optimalst. Ich glaube, wir müssen halt einfach mehr essen. Ich weiß, wir nehmen Schaden, aber wir müssen halt einfach was essen. Oh, vielleicht können wir uns ja was kochen, dass uns warm wird. Da unten wäre ein Feuer. Könnte ein Gegner sein. Egal, wir nehmen jetzt einfach mal schnell das Ding raus. Wo haben wir den Kessel? So, und jetzt nehmen wir einfach die... stimulierte Muskeln, gekocht oder Angstkraft in der Umgebung. Vielleicht gibt uns das ja richtig geil. Nope. Nicht das gegeben, was wir uns erhofft haben. Als Kochzutat, wir haben sie den Körper, die brauchen wir. Spurtechse, Löschechse. Als Zutat Medizin. Ich möchte irgendwas noch dazu mischen. Ich mache halt noch eine Banane dazu. Das sollte uns ein bisschen wärmen. Das ist so cool, wenn du die ganzen... Nein! Es hat uns nicht gewärmt. Bei Hitze Feuerangriff. Ich habe noch eine Idee. Wir haben ja noch den Ding, den Zauberstab. Das ist jetzt noch eine Idee. Wenn wir das jetzt kombinieren,
Ich doch. Alter. Mein Herz. Sorry. Oh, 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 oh. Das ist hilfreich. Oh nein! Batterie, verlass mich nicht! Ich glaube, damit kommen wir auch nicht weiter. Wir brauchen viel zu lange, um das zu bauen. Nee. Nee, so, da. So, und jetzt schnell wieder was nachfuttern. Wir sind auf Bahn halt schon den nächsten Turm. Und unten sehen Tempel. Da gehen wir jetzt hin. Ist das das? Das ist das! Wir haben Kakariko gefunden! Holla, die Waldfest. War aber auch überhaupt nicht anstrengend, daher zu kommen. Nice, jetzt kann ich wieder die starke Hose anziehen. Also da, die starke Hose. Eine starke Maske. Gleich mal einen Grog. Perfekt. Nice. Okay, wir haben es doch dahin geschafft, wo wir hin wollten. Das ist gerade ziemlich angenehm. Ist ein seltsamer Wald. Ob da eine Fee ist? Nee. Nee, keine Feenquelle. Das wäre jetzt noch nice gewesen, noch eine Fee finden, die uns noch stärken kann. Dann wäre es wirklich optimal. Aber immerhin sind wir in Kakariko. Was ist eigentlich mit dem alten Turm passiert? Weil hier war eigentlich die... War nicht hier die Forschung? Nein, hier war nicht die Forschungsstation. Wer war denn hier zu Hause? Oh. Ich sehe schon, wer jetzt hier zu Hause ist. Ich bin zurzeit am Spätposten bei Schloss Hyrule. Eine Hacke.
keiner zu Hause, okay. Ich hab schon. Ich hab schon gedacht, dass hier jetzt da auch so. Die Dinge da sind. Die Ninja. Wie heißen sie schnell? Ich hab den Namen vergessen. Was liegt denn hier? Ja, ich will das Tagebuch lesen. Es ist lästig, ständig wie ein kleines Kind behandelt zu werden. Weshalb ich weiter an meinen Reifeschub gearbeitet habe. Ah, weil Projekt Jungbrunnen mir gleich 100 Jahre vom Buckel genommen hatte, habe ich die Leistung etwas angepasst. Als ich mich in vorsichtig in den Strahlen aussetzte, war ich wieder in meine 20er. Ah, deswegen ist sie so alt. Endlich komme ich auch ohne Raketenrucksack wieder ins oberste Regalfach. Kann wieder der Nacht durcharbeiten, ohne nächsten Morgen zu bereuen. Ja gut, das war in den 20er Jahren viel leichter. Aktuell kämpfe ich auch damit. 3 Tagebuch verstecke. Es stehen bereits fest. Und in der übrigen Band kommt nun eine nordöstliche Zipfel von Akala. Im abgeschiedenen Akala-Institut wird sicher niemand danach suchen. Ah ja. So ist das also. So. Let's go. Nice. Gleich mal einen Krog mitnehmen. Danke. Na gut. Wir haben eigentlich kein vernünftiges Fahrzeug, aber wir nehmen das jetzt mal mit und machen das. Genau, ich muss das nur richtig funktionieren. So, darauf. Hallo? Und du kommst noch mit. Ja, komm mit. Helft dir alles nichts mit euch. Let's go! Ich weiß nicht, was da jetzt das Problem war. War doch alles noch gut aus. Halt, stopp! Einmal retour. Ja. Einmal retour, ich will auch mit. Hat mir der Stein gerade fast erschlagen? Hi. Endlich wieder zusammen. Können wir uns gleich mal ein Boot bauen? Ach, wie schön, die beiden wieder vereint. So, ich habe jetzt gedacht, da... Stehst nicht, wir fahren wieder hoch.
Wir wollen noch ins Dorf. Excuse me. Und hoch. Schade, ich habe gedacht, der Felsen wird noch da sein. Das ist gerade merkwürdig, dass das so gut funktioniert. Wir stellen keine Fragen dazu, ja? Wir machen das gerade einfach. Hä? Es muss doch... Ah ja. Warum... Hä, warum haben wir gerade so rot geleuchtet? Ich hab schon gedacht, jetzt kommen wieder solche Hände. Was ist denn da los? Menschen! Nope, das ist die Horst nicht da. Ich ist die Mushroom-Frau. Ja, erzähl mal, was hast du denn schon für ein schönes für mich? Ja, ja. Das Werk ist nicht komplett, aber wo liegt's denn? Ramdas Schatz. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Gib mir. Kleidungsstücke sollen in der Höhle von Magoni. Oh Gott. Ja? Ah, die habe ich schon. Würden noch ein, zwei legendäre Stücke in meinen Kleiderschrank wandern. Ist das gut? Das ist doch die Hose, die wir gefunden haben, oder? Hallo. Oder kümmerst du dich um deine Hühner? Ich bin Ehemann einzuspringen, solange der am Schwebposten aushilft. Ah. Ich mache jeden Tag einen Spaziergang zum Institut. Cool. Ich habe mal das Huhn beschlagnahmt. Athenor. Athenor war die Stadt. Die habe ich gesucht. Da haben wir ja unser Haus. Da hinten doch ein ordentlichen Haus. Du bist frei, Huhn. Irgendwo da hinten muss unser Haus stehen. Sehr nice. Dann aktivieren wir mal den Schrein. Und dann schauen wir mal, was unser Haus und der Schrein so bringt in der Stadt. Finally, da wollte ich schon die ganze Zeit hin.